Da sind wir wieder. Den Kobbel weg. So. Speed Upgrades wollte ich machen. Speed Upgrades. Upgrades. Gold. Wie viel macht man denn da? Mach mal 4 Stück. Dann können wir erstmal hier mach mal. Ja, das reicht. So. Speeds. Okay. So. Und dann Gold und ein bisschen Gold brauchen wir noch. 4 Stück. Und da waren nur 4 Blöcke. 1, 2, 3, 4. So. So. Die können hier rein. Ja, so. Und wie weit sind wir hier? Na, einen noch und fertig. Alles klar. Genau zur rechten Zeit. Und dann 4 Stück. Mal gucken, ob die reichen. Na, ich weiß nicht. Außerdem ist teuer. So viel Gold. Naja. Das erübert sich gleich. Wenn da erstmal ordentlich Zeug rauskommt, dann ist das egal. Ja, da hinten war's. Ja, hier. Speed Upgrades. Ja, jetzt sieht's gut aus. 4 Stück. Ich weiß nicht, ob wir gerade 4 brauchen, aber 4 Stück reicht. So, bei dem hier. Bisschen Kurbel haben wir noch. Okay. Wie sieht es mit der Energie aus? Langsam kommt sie, aber ich glaube, es ist zu wenig. Was haben wir gesagt? Der braucht zum Abbauen 300 F. Und wir machen... wie viel machen wir damit? 40. Also sind wir 300 durch 40. Das sind 7. Ja, ich brauche 8. Ich brauche 8 von denen. Nicht 4. Dann funktioniert das. Ist dunkel. Da hinten warten sie schon. Weg. Ich brauche 8. Nicht 4. Ja, das ist ja kein Wunder, wenn da nichts rauskommt. Mann. Okay. Die müssen wir noch nachmachen. Dann machen wir noch 4 Stück. Mal gucken, haben wir jetzt... Monster, Monster überall. Wichtig. Keine Creeper. Keine Creeper. Okay. Ich brauche nicht 4, ich brauche 8. Das heißt, ich muss das nochmal verdoppeln. Wie macht man das am besten mit dem Verdoppeln? Vom Aufbau her. Einfach nur länger machen, ne? Dann ziehen wir das nach hinten raus. Ich will jetzt nicht die Karte nochmal neu. Ach ne, die muss ich gar nicht neu. Ne? Die Karte, die ist ja abhängig von der Position des Builders. Hier ist niemand, alles klar. So. Da.
Da kommt ja. Ah, Kohle. Kohle, jetzt kann ich direkt sehen, ob die rausgeht. Ja, die geht raus. Alles klar, die geht wieder raus. Super. So. Aber die Energie ist schon wieder flöten, also alles klar, lassen wir mal warten. Und dann machen wir noch von denen, von den Dynamos noch 4 Stück. Und 2 von den Capacitor Banks. Übereinander kann ich die auch nicht setzen, weil ich dann nicht an die Energie komme, ne? So ist schon besser. Andere Möglichkeit wäre noch oben drauf. Nö, ich mach das so. Da ist hier kein Schönheitswettbewerb. Das hier ist Mining Area. Die soll auch so aussehen. Okay. Also, von den Dynamos. Von den Dynamos. 4 Stück von denen noch. Das ist Silber, ne? Ja, Silber. Silber, Silber, Silber. Eisen. Eisen weiß ich jetzt nicht, ob wir es brauchen. Das und das. Und Kupfer. Habe ich Kupfer hier auch? Da haben wir noch ein bisschen Kupfer. Mal gucken, ob es reicht. Das. Ah. Nochmal. So. So. Haben wir schon mal 4 Stück. Dann 4 von den Rädern. Reicht natürlich nicht und wir müssen nach draußen. Außer nicht 4, ich brauche 8 von den Rädern. Was brauchen wir noch? Sonst nur noch die Räder und ein bisschen. Warte mal. Das. Zack. So, und Redstone. Ja, schon wieder ein zu viel. So, 4 Stück wollte ich. So, alles klar. Jetzt brauchen wir nur noch die Räder. Komm. Danke. Das war der Kupfer. So. Ja. Wie viel brauchen wir denn da jetzt? 1. Und nochmal. So, das müsste aber jetzt reichen. Da war noch einer mehr drin, okay. Dann haben wir eben 1 zu viel. Okay, jetzt haben wir 4 von den Dynamos. Und jetzt brauchen wir noch Capacitor. Das waren die. Hey, hey. Was hatte ich gesagt? 2 Stück brauchen wir davon, ne? 2 Stück. Müsste ich mit 9 hinkommen.
Oh ne, ich brauche wie viel? Hey, 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 ich brauche ein paar mehr. So viel Gold, so viel Gold, so viel Gold. Zwei Stück brauche ich. Wie viel haben wir dann? Acht Stück von denen. Oh je. Ist das wahr? Brauche ich so viele davon? Wahnsinn. Wahnsinn. Nochmal gucken. Nochmal gucken. Ich brauche vier Stück von denen und das sind. Oh, bei zwei sind das acht. Das ist richtig. Noch ein, noch ein, noch einmal. Das ganze Gold geht dahin. Das ganze Gold, das liebe Gold. Na? 7, 8, 8. 8. Na. So. 8 Stück von denen. Na gut. Und jetzt? Wo sind die Redstone-Blöcke? Wo sind sie? 3 Stück haben wir davon. Redstone haben wir noch. Alles klar, dann haben wir es doch. Oh, geschafft. Einen. Und noch einen. Hervorragend. Wir haben es geschafft. Das kommt wieder rein hier. So. Was haben wir denn hier? So, so. So, jetzt können wir. Nee, jetzt können wir nicht. Jetzt müssen wir noch ein paar Käbelchen haben. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Da. Die anderen Sachen sollten wir. Die Branch. Die brauchen wir auch. Zack. Und dann gehen wir nochmal rüber. Da müsste es aber jetzt gut sein mit der Power. Habe ich mich wirklich vertan? Ey, nee, 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 nee. Und jetzt. Nicht zu fassen. Welch ein Drama. Hätte ich ein Eimerchen noch haben können, ne? Vielleicht haut's hin? Wahrscheinlich nicht. Nein, es haut natürlich nicht hin. Dann gehen wir noch einen Eimer holen. Eben mal diese Rennerei. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Naja, gut, dass ich nicht selber laufen muss. Ich lasse laufen. Ja. So. Hört sich arrogant an, ne? Ich lasse laufen. Ja. Finde ich aber gut. So, einmal. Nochmal. Und dann wird es schon gleich wieder dunkel. Dann können wir wieder rüberrennen. Oh je. Ach nee, ich brauche noch einmal Cobblestone. Komm. Einmal rüber. So. Damit ich das Teil setzen kann. Genau. Und dann kann ich den wieder wegnehmen. So. Und dann die Pipes da drüber. Den kann man auf
Mining und auf Speed. Und da setzen wir das wieder hin. Jetzt noch die Capacitor Banks. Und dann gehen wir schnell rüber. Und schlafen erstmal. Zack. So. Alles klar, alles klar. Ein paar Spinnen, nicht so schlimm. Ja, da hinten lässt uns hoffentlich in Ruhe. Dann einmal, zweimal. Dahin. So. Und Käbelchen noch. Einmal, zweimal. Das ist für die Kohle. Das ist fürs Wasser. So, das müsste es eigentlich sein. Ging ja schnell. Jetzt brauchen die nur noch Kohle. Gib mal die Hälfte her, dann kriegst du die Hälfte und gib du mal die Hälfte, dann kriegst du die. Passt. Hier auch. Und hier auch. Passt. So, jetzt müssen wir eigentlich, ja, jetzt haben wir oben keine Kohle mehr drin, aber wir müssen hier jetzt genug Power kriegen, um das ganze Ding zu starten. Jetzt warten wir nochmal ein Sekündchen. Wir sind jetzt hier bei, na, 24,5, 23,5 und bei 24 machen wir mal an. Gucken wir mal. 20, 19, 18, 17, 16. Das reicht nicht. Was kann ja nicht sein. Pendelt er sich ein oder reicht es wirklich nicht? Na, dann ist der schneller, ne? Dann kann er noch mehr Energie. Könnte er vertragen. Aber, wow, schon 23 Ionen. Meine Herren. Ich lasse das jetzt einfach mal so laufen, denn die machen ja auch irgendwie... Das müsste eigentlich so sein. Schauen wir mal gerade. Ich habe doch... wo ist die Map? Hier ist die Map. Habe ich hier... Chunkloader drin. Wie war's? Ne, hier, da. Ach ne, hier rüber war's, genau. Ja, das ist. Ich glaube, das reicht, wenn wir das hier machen, sonst mache ich das auch nochmal. Na, so. Das ist sneaken und klicken, genau. Sneaken und klicken. Dann ist das Chunk loaded. Also einmal draufklicken, ist es geloadet. Ich glaube, da wo ich stehe, dann kann ich das hier wegmachen. Das brauchen wir jetzt nicht. Wollen wir nicht Chunk loaden, aber das wo ich stehe. Weil dieses Gerät muss nur im Chunk-Loading drin sein, um die gesamte Area hier als Chunk-Loaded zu setzen. Also, der müsste eigentlich weitermachen. Jo, da macht er auch fleißig weiter. Ein bisschen Energie kriegt er. Er ist jetzt nicht rasend schnell, weil die Energie nicht ausreicht. Aber so müsste es klappen. Andernfalls könnte ich nämlich noch mal 4 Dynamos machen. Und die machen wir dann hier oben drauf. Und dann kriegen die von hier die Kohle und von da unten hier.
hier kriegen sie das Wasser. Das würde auch gehen. Dann könnte man noch mal ein bisschen mehr Power rausholen. Alles klar, super, super, super. Und das Eisen, was ich jetzt schon in der Tasche habe, das können wir dann direkt mal wieder in den Ofen schmeißen. Der läuft ja auch vollautomatisch. Da haben wir ja auch noch ein paar. Habe ich so eine Übergangskiste für die ganzen Sachen. Schwupp. 29, waren 27 Blöcke. Naja. Und die sind alle an. Das heißt, sobald das geschmolzen ist, fängt er an, hier schön das Eisen zu schmelzen. Ganz automatisch. So. Also da mache ich dann noch auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein paar Dynamos dran. Noch 4 Stück. Um dann noch ein bisschen effektiver zu sein. Hier habe ich auch noch wieder Reste. Mal ein bisschen aufräumen. Hier geht ja gar nicht, dass das hier so unordentlich ist. Was soll das? So. Und das nächste Mal nehmen wir auch wieder einen Rucksack mit. Oder haben wir einen Rucksack? Ich weiß gar nicht. Haben wir einen Rucksack? Nee, das war was. Blockjump. Wir haben einen Rucksack und ich habe ihn nicht genutzt. Alles klar. Gut zu wissen. Dass wir einen Rucksack haben und den nicht nutzen. Super. So, die Ranch brauchen wir dann auch mal gerade nicht. Jetzt haben wir da das. Okay. Was machen wir denn jetzt? Das läuft. Ach ja, ich muss mir was hier wegen dem Storage überlegen. Und zwar habe ich mir da... Was? Wer quietscht hier? Keine Fledermäuse. Keine Fledermäuse im Haus. Und zwar dieses... Genau, Jabbel. Genau. Diese hier. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen. Denn wenn man die macht, habe ich jetzt gerade hier noch ein Upgrade? Nein. Also machen wir uns die mal eben. Diese haben wir auch, die haben wir auch. Kisten, Kisten, Kisten. Okay, machen wir uns ein paar Kisten. Einmal hier und die machen wir. Wieso habe ich jetzt nur 2 rausgenommen? Manchmal ist das merkwürdig. Ah, waren ja nur 2 drin. Ja. Ach so, ist Spruce Wood. Ah. Nee, ungern. Nehmen wir die. Bei Spruce Wood haben wir noch nicht so viel. Wie war das? Das Kisten? 2 Stück. 2 Stück an Kisten. Ach, fehlt mir. Fehlt wieder was. Nee. Ja. Na. So. Dann. Der Update. Das waren Slabs, 6 Stück. So und so und eine Kiste und Stöcke, ne, an der Seite, oder wie war das? Nein, Eisengitter haben wir hier, 2 Stück und zack, zack, dann haben wir die 16 Updates und dann können wir den schon mal machen. Und wenn du den machst, hier, dann sieht er noch nicht so toll aus, ne? Ich meine, da, wenn du dann Inventory machst, sieht er eigentlich ziemlich uselig aus. Aber du kannst einmal den hier machen. 2, was ist das? Wolle. 2-mal Wolle. Zweimal Wolle, ein Upgrade Eisen. Eisen.
glaube, das andere waren 3 Eisen. So, so, so. Dann kannst du mit dem... Genau. So war's. Sneaken, Rechtsklick. Und dann kannst du hier verschiedene Formen auswählen. Zum Beispiel, dass das hier so ein Kasten ist. Na? Oder Solid Block. Wie war es denn jetzt? Ach so, ich muss nicht sneaken, ne? So, genau. Ah ja, ich sneake drauf. Mach einen Rechtsklick. Wähl mir die Form aus. Ich sag mal so als Slab. Und klick dann rechts drauf. Also ohne sneaken. Einfach rechts draufklicken. Dann habe ich hier nämlich so einen Slab. Und dann ist das auch genau die gleiche Barrel. Das sieht man oben gar nicht anders als wie vorher. Zack. Und dann sieht er wieder so aus. Und mit dem Painter. Hier war der Painter. Auch 2 Wolle und so. Nochmal 2 Wolle. Wo haben wir denn? Haben wir keine Wolle? Doch, haben noch Wolle. 1, 2. Ich brauche nur 2. So. Mit dem Painter kannst du, genau, kannst du aussuchen, was du als Oberfläche haben möchtest. Zum Beispiel so. Und dann kannst du das da drauf klicken. Dann nimmst du den Hammer. Sneaken, Rechtsklick. Solid Block. Rechtsklick. Und dann sieht er so aus. Super. Und du kannst den dann in die Wand einbauen und ist dann genauso wie vorher auch. Man kann den dann auch ganz flach. Hier. So. Und es ist die gleiche Größe, ne? Das ist die gleiche Größe. Das hat jetzt nichts mit der Größe zu tun, dass er dann kleiner wird. Das ist genau das Gleiche. Also viel schöner. Viel schöner. Vielleicht mache ich daraus mal so ein Storage-System. Gefällt mir. Gefällt mir. Wie sieht das denn aus, wenn ich da jetzt was reinpacke? Warte mal. Ja, dann sieht das so aus. Genau. Du hast die, du hast es da drin. Wenn du drüber gehst, steht auch drauf, was drin ist und wie viel drin sind. Finde ich wirklich klasse. Und passen, hier passen 4000 Stück drauf. Ohne, dass ich ein Update drauf habe. Ich kann die abschließen, die Box. Und ich habe hier auch noch irgendwelche Einstellungsmöglichkeiten, die ich jetzt nicht so weiß. Aber da gibt es auch diese Updates noch. Moment, hier die Updates. Dann kriegst du jede Menge Zeugs rein. Also wir haben hier jetzt noch Updates. Das können wir drauf machen. Eisen-Update. Und wir können Gold-Update drauf machen. Ein Diamant haben wir noch nicht. Die haben wir auch nicht. Also wir könnten... Den könnten wir mal machen. Mal gucken, was es bringt, wenn ich da jetzt ein Eisen-Update drauf mache. Oh, wir haben kein Eisen mehr. Doch, wir haben Eisen genug. Das. Und wie funktioniert das? So einfach drauf, genau. Und wie viel? Ja, oje. Jetzt haben wir schon 16.000. Jetzt können wir schon 16.000 Stücke drin aufbewahren. Also es ist auch schon mit Eisen schon irre viel. Ich weiß nur, dass das nachher hier bei Netherstars irgendwas mit 2 Millionen oder noch mehr oder keine Ahnung. Also das ist schon irre. Das ist wie Quantum Storage. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also hier, die lohnen sich. Die lohnen sich. Also ganz klasse. Werde ich wahrscheinlich die Storage dann demnächst draus machen. Aus diesen Blöcken. Hier so. Sieht doch gut aus. Also mit so einer Platte irgendwo, nur so eine Platte und dann 16.000 Stücke drauf, boah, ist nicht schlecht. Finde ich ganz gut. Erst hatte ich nämlich gedacht hier, boah, diese sehen ja gar nicht so toll aus, aber mit dem ganzen Sachen, mit dem Painting und so, das finde ich auch schon ganz gut. Okay, dann mache ich an dieser Stelle jetzt erstmal Schluss für diese Serie. Ich lege mich jetzt nochmal eben kurz schlafen und sag dann... An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.